Nina Hagen. Ein seltener Gast auf der Berlinale. Wie kommt's? Ja, weiß ich nicht. Ich war aber schon oft hier. Ja? Oh, yeah. Ja. Aber in den letzten Jahren nicht? Doch. Okay, dann habe ich mich geirrt. Was mögen Sie an der Berlinale, Frau Hagen? Alles. Ich habe auch schon mal einen Film hier zu laufen gehabt, den ich gemacht habe. Und einen Film über mich. Und überhaupt, es ist toll, wieder in Berlin zu sein und dann auch noch zur Berlinale. Hallo Berlin. Haben Sie irgendwas über den Eröffnungsfilm The International gehört? Ja, ich bin neulich aus L.A. hier rüber geflogen und da lief mir der Tom Tykwer LAX über den Weg und ich habe gesagt, Tykwer! Und er, hey! Und ich habe gesagt, ich sehe mir deinen Film an und ich freue mich total. Ich bin mal gespannt, was er so alles weiß über das Thema, weil ich weiß auch wahnsinnig viel über das Thema. Bin mal gespannt, ob er das auch in dem Film zeigt, was ich weiß. Ich bin total gespannt. Okay, und warum haben Sie nicht zu ihm gesagt, Tom, gib mir einfach mal eine Rolle? Haben Sie sich nicht getraut? Eine meiner besten Freundinnen, Christa Fass, hat mal eine Rolle bei Tom Tykwer gespielt in einer Irrenanstalt, eine kranke, mentale kranke Person. So, ich nehme mal an, dass sowas passiert ohne Druck. Vielen Dank, Frau Hagen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Tschüss, Wiederschauen. Tschüss.